Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im mächtigen Italien. Und im letzten Teil haben wir fast die komplette restliche Welt unterworfen, aber nur fast. Wir haben neue Bündnisse in Südamerika geschlossen. Es gibt noch drei Staaten hier unten, die noch nicht so zu uns gehören, das ist Argentinien, Chile und das nationalistische Paraguay, das eine Marionette der Deutschen geworden ist. Ich habe mal gerade hier die Geschwindigkeit so langsam anfahren lassen. Wir haben großartig erobert auf jeden Fall. Wir lassen auch mal als allererstes die Zivilfabriken reparieren. Das ist nämlich in der Tat das Wichtigste. Die Infrastruktur bitte ans Ende. Und die Zivilfabriken immer ganz nach oben, damit die Reparaturen auch insgesamt etwas schneller gehen. Ah, jetzt habe ich noch eine. Ja, ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich noch eine Militärfabrik nach oben geschoben. Ich glaube, ich gehe jetzt hier gerade in die Endlosschleife, kann das sein? Ja, das ist die Endlosschleife, okay. Gut, aber insgesamt. Also jetzt, ich sag mal, aus Gründen der Produktion hat sich das für uns jetzt nicht sonderlich gelohnt. Ich mache mal ganz kurz diesen Tag-Nacht-Zyklus aus, weil unser Reich ist so groß, das müssen wir uns immer aus der Vogelperspektive angucken. Wir haben, glaube ich, schon so die, können wir eigentlich, ach guck mal da, unser Frieden hat für, was? 117.526,6% Weltspannung gesorgt. Aber unser Frieden von La Paz, der hat die Situation total entschärft mit 172,4%. Interessant. Ach ja, guck mal da. Krieg gegen Kuba, das hat offenbar auch zu. Das hat die Weltspannung offenbar reduziert. Interessant. Merkwürdige Sachen. Hauptmenü interessiert mich nicht. Nee, ich will mal gerade gucken. Ich bin noch nicht so firm hier mit den Statistiken. Aber wir sehen das hier bei unseren Details, ne? Wir haben momentan schlappe 156 Regimenter, das ist nicht viel. 365 Militärfabriken, 313 Häfen, 331 Schiffe, sorry. 169 Marinefabriken und 621 Zivilfabriken. Ich glaube, das ist eine gute Zahl. Mit 10.883 Flugzeugen dominieren wir klar und wir haben 2.017 Konvois. Das ist doch auch eine schöne Sache. Wir haben dir ganz viel Zeug geschenkt im letzten Teil. Magst du die auch noch haben? Komplett? Guck mal, jetzt braucht er wieder. Jetzt braucht er wieder auf einmal. Transporter. Im Krieg vorhin ging das auch ohne. Interessant. Aber du müsstest doch jetzt massenweise Ausrüstung haben, um dir eine fette Armee leisten zu können, oder? Wir haben leider noch nicht so viel auf die Beine gestellt, womit wir uns gegen Japan verteidigen könnten. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Wir werden jetzt auch mal vielleicht die Raketenartillerie forschen. Wir haben Panzerabwehr, wäre schon nicht so unwichtig gegen die Deutschen. Müssen wir auch mal gucken. Marinedoktrin, Luftdoktrin, alles sicherlich gute Sachen. 137 Tage dauert das, ne? Da geht jetzt schon viel Zeit für drauf. Wir nehmen die Panzerabwehr mal mit rein. Eine einfache Panzerabwehr würde, glaube ich, schon als Verstärkung bei unseren Divisionen mithelfen. Was brauchen wir denn jetzt noch so an Regimentern? Ach stimmt, der Giovanni, der hat ja noch gar keine Aufstellung erfahren. Der bekommt sie natürlich noch. Und zwar, interessanterweise machen wir es am besten an der Grenze zu Japan. Wir wollen doch ganz gerne hier. Ich glaube, wir machen es wirklich so, dass wir uns hier aufstellen. Und dann einen Keil hier reintreiben. Wobei, so muss er gar nicht mal aussehen. Ich glaube, das reicht, wenn der so aussieht.
weil wir dann doch einen großen Teil der japanischen Truppen vernichten können dürften. Wir werden, ihr seht, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, so ist es tatsächlich besser. So, und ich glaube, damit bist du jetzt eigentlich auch bereit. Und damit könnten wir, glaube ich, auch Japan überrumpeln. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Also die Deutschen schaffen wir wahrscheinlich schneller. Insbesondere, wenn die mal in die Verlegenheit kommen sollten, Krieg gegen die Sowjetunion zu führen. Die Grenze hier oben können wir nicht so gut sichern. Wir brauchen Bunkeranlagen. Ist auch immer schön, wenn man das hier an solchen Stellen machen kann. Wir brauchen auch noch eine bessere Aufklärung auf jeden Fall. Den haben wir schon ausgebaut. Was mit dem bitte auch? Wir machen keinen Nichtangriffspakt mit den Deutschen. Kannst du vergessen, Adi. Das wird nicht passieren. So, wo könnten wir uns noch besser aufstellen? Das hier halte ich für Quatsch. Hier oben wollten wir uns doch auch noch ein bisschen besser aufstellen, ne? Hier kommt eine fette Verteidigungslinie hin. Ja, das ist leider. Das wird wahrscheinlich das größte Bauprojekt der Menschheitsgeschichte, die finnische Mauer. Aber wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Russen hier irgendeine Chance haben, bei uns durch die Hintertür reinzukommen. Wir bauen noch ein paar Flughäfen aus. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Brauchen wir den von Lappland noch? Den von Savo vielleicht noch? Ach, wir können auch nochmal Radartechnologie forschen. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Und hier müssen wir jetzt mal auf der Nachschubkarte nachgucken. Der kommt von da. Also der kommt hier über Schweden. Alles easy. Bauen wir alles dickfett aus. Bis zum nationalistischen Indien auf jeden Fall auch. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir tatsächlich hier mal ein bisschen... Achso, das ist noch auf Null, ne? Also so ein bisschen, was müssen wir hier an Nachschub tatsächlich haben? Weil die KI ganz gerne mal die Truppen mitten durch die Wüste schickt und bei 0% Nachschub ist es dann schon wieder kritisch, ne? Deswegen gucken wir lieber, dass sie alle so auf 3 sind, dass wir da keine Region haben, die auf 0 Nachschub ist, ne? Auch wenn das hier natürlich extrem abätzt, aber ja, das sind ja nur so kleinere Sachen. Hier sind wir schon auf 3. Jetzt sagen, hier geben wir auch mal ein bisschen Sprit. Im wahrsten Sinn des Wortes. So groß angelegte Infrastrukturprojekte, die die Welt noch nicht gesehen hat. So, wir haben jetzt einen schönen Schriftzug insgesamt, also außer hier, außer in Europa, da ist der Schriftzug noch nicht so schön, ansonsten hier ist er gut, hier ist er gut. Hier geht so, ja, Südamerika saugt, ne? Da haben wir noch gar keinen Schriftzug sozusagen. Jetzt haben wir ganz kurz nochmal die Vorlage, 12er Gefechtsbreite bei der normalen, ja.
6, ne? Sind das jetzt 11, 16, 21. Also wären wir jetzt bei 24. Ich würde sagen, wir brauchen halt eine verteidigungsstarke Einheit noch, aber wir brauchen auch eigentlich noch ein paar Panzer und so ein Zeug, ne? Naja, wir lassen die jetzt erstmal noch. Wir lassen die jetzt erstmal noch in Kampanien entstehen und dann gucken wir mal, wo wir die hinpacken. Wir haben ja Verbündete auch. Das ist auch gar nicht so schlecht zur Not. Rekrutenreserven speichern geht auch nicht ganz so gut. Müssen wir mal gucken. Okay, wir können heute ein bisschen mehr Gas geben. Oh, wir haben noch Befehle ohne Zuordnung. Da drüben, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mach das mal weg. Wir müssen außerdem noch unsere Fallschirmspringer trainieren. Ja, ne? Geringer Nachschub. Ab da oben durch die Wüste, ne? Da, wo es halt weh tut. Sehr, sehr schade. Aber ihr seht hier, die Zivilfabriken werden schnell fertig gebaut. Ich will jetzt aber natürlich nicht die ganze Zeit hier an diesen Bunkeranlagen rumdoktern. Und an diesen ewig prestigeträchtigen Projekten hier für meinen Nachschub. Sonst müssen wir noch ein bisschen anders organisieren. Aber für den Anfang geht das auf jeden Fall mal. In den Geleitschutz erforscht. Wir nehmen die Spezialeinheiten. Weil wir doch sehr auf Infanterie gesetzt haben bisher. Also ich sehe auch jetzt nicht so den Grund davon, komplett abzuweichen. Insgesamt 1163 Fabriken, die wir haben. Wir könnten eine andere Wirtschaftspolitik wählen. Wir haben momentan begrenzte Exporte, stellen 25% auf den Weltmarkt. Ach, guck mal da. März 41 hat der Sowjetunion den Krieg erklärt. Wir können Exportfokus nehmen. Das würde unsere Fabrikleistung halt nochmal deutlich erhöhen und unsere Forschungszeit ebenso, ne? Also, das wäre schon beachtlich, aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal gerade. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns das doch jetzt mal an, wie das so aussieht. Unsere Truppen gehen mal so langsam in Position. Deutschland bricht den Molotow-Ribbentrop-Pakt. Der überraschende Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion ist nun nicht weniger überraschend wieder auseinandergefallen. In einem klaren Bruch des Abkommens hat Deutschland angegriffen und bezeichnet die Sowjetunion nun abermals als Bedrohung, der man sich zur Realisierung der eigenen Zukunftsvision stellen müsse. Die sowjetische Führung ist davon ganz und gar nicht angetan, aber wahrscheinlich ist man von dem Verrat weniger schockiert als von der Tatsache, die Gelegenheit nicht zuerst beim Schopf gepackt zu haben. Menkuku ist den Achsenmächten beigetreten. Okay. Ich stelle mir noch gerade die Frage, ob wir ansonsten noch versuchen wollen, Siam irgendwie zu plätten. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ach, du stehst ja da, genau. Ja, ich glaube, die werden jetzt erstmal ein bisschen Wichtigeres zu tun haben, ne? Ja, machen wir so eine Germany-First-Taktik? Weiß noch nicht genau. Boah, ey, Rumänien mal gerade so mit 100 Regimentern, wobei die natürlich nicht auf voller Frontbreite und Stärke sind, das muss man schon sagen. Da sind übrigens hier unsere Marines, die wir noch brauchen werden. Ja, also diese Pop-Ups mit dem Sound und so, die sind einfach extrem nervig. Wir könnten auch ja mal überlegen, ob wir irgendwas mit unserer Flotte schon anfangen. Ach, wir gucken uns das jetzt erstmal ein klitzekleines bisschen an und genießen mal. Schade, den Deutschen geht's viel zu gut. Die stoßen schon Richtung Moskau vor.
Okay, wir sind jetzt schon hier mit den Reparaturen durch, wie ihr sehen könnt. Und jetzt beginnt schon die erste Bauphase hier. Wir wollen aber... Wir wollen das aber ein bisschen anders haben. Wir bauen noch ein paar Schiffswerften. Die stecken wir mal vorher noch da oben in die Queue. Und dann machen wir immer mal wieder was anderes vorne dran. Sieht so aus, ne? Wir haben Indien und Spanien noch Truppen. Interessant. Ach ja, genau. Wartet mal kurz. Ich sollte vielleicht hier noch ein bisschen für mehr Nachschub sorgen. Das ist in der Tat hier sehr wichtig. Das ist auch schnell gebaut. Das ist nur so, also... Das ist in der Tat Kleinkram. Den bauen wir mal zusammen mit den... wie heißt's? Mit den Marinewerften. Okay, du bleibst jetzt mal ausnahmsweise... Nee, ich verliere immer noch Rekruten. Oder mal gerade so... 2000? Nee, 200 habe ich gerade verloren, ne? Komische Sache. Ah, ja, die Sowjetunion schlägt die Deutschen ein bisschen zurück. Sehr schön. Ja... Oh ja, Verkürzung der Forschungszeit, bitte. Das habe ich schleifen lassen, habe mich zu sehr auf Infanterieforschung konzentriert. Ich glaube, die Deutschen haben da eigentlich keine Chance. Wir können jetzt eigentlich schon mal hier so ein bisschen nach möglichen Marineoffensiven gucken. Die Häfen sind ja hier oben eigentlich ganz gut gesichert, wobei der Hafen sieht wiederum nicht so gut gesichert aus. Wir könnten doch, sagen wir mal, von hier aus eine Invasion nach da machen. Und wir könnten von hier aus eine Invasion nach da machen. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kannst du nämlich hier die Verteidigungslinie da mal... Ne, lass sie mal noch da. Da kommen vielleicht noch nachher ein paar... Kommen vielleicht nachher noch ein paar Truppen drauf. Ja, du bist gerade hier in der Ostsee unterwegs. Das ist okay. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, in der Ostsee noch viele Schiffe zu halten. Auf der anderen Seite. Dann brauchen wir eine vielleicht gar nicht mal so kleine U-Boot-Flotte gegen die Japaner, weil die sicherlich hier den ein oder anderen Landungsversuch unternehmen werden. Wir haben doch mal irgendwann hier einen Hafen ausgebaut. Mach du mal hier den Hafen. Und dann machst du bitte Konvoi-Überfall. Und zwar im Ostchinesischen Meer, im Gelben Meer und an der japanischen Küste, ausnahmsweise. Du bist in der Barentssee unterwegs. Das ist mir auch noch ein bisschen too much. Wir können mal gucken, 30, 30, 10, 10, 60. Das hier sieht doch ganz gut aus. Ich weiß, es ist besser, wenn man bei den U-Booten gerade so mehrere nicht ganz so große Flotten macht. Ich
glaube, so vielleicht. Nee, das ist Blödsinn. Manchurei und Ostchinesisch ist mir. Ich glaube, das ist besser. So, was haben wir denn noch so? Ah, schaut mal, die Flotte hier ist doch mittlerweile ganz groß, hä? Da sind noch gar keine Flugzeuge drauf, wie ich sehe. Für die brauchen wir auch einen ordentlichen Hafen, ne? Wir sollten da auf jeden Fall versuchen, hier mögliche Flottenverbände zu vernichten, wie ich finde. Jetzt müssen wir mal gerade hier zu dem Schiffchen gehen. Da müssen wir nämlich noch ein paar Flieger drauf stationieren. Nein, hä? Was habe ich jetzt gerade gemacht? Achso, ja, ich will da mehr Flieger haben. Ach, hier muss ich draufklicken. Obwohl, warte, das ist Quatsch. Wir brauchen bei dir Marinebomber. Ne? Ah, Moment, das sind zu viele. Okay, besser. So, ich guck mal gerade. Haut das hin. Schade. Marinebomber, Jäger, genau. So. Das ist doch besser. Ich muss mal gerade gucken, ich kann. Was kann man hier machen? Mittlere Priorität. Die Effizienz wird um 66% reduziert, weil der Flugzeugträger drei Regionen im Einsatz ist. Ah, okay. Das ist interessant. Dann sollte ich ihm tatsächlich den Einsatz ein bisschen verringern, ne? Ich würde sagen, ey Leute, wir können es echt mal versuchen, ne? Aber wir haben nur vier Flugzeugträger auf der anderen Seite, wobei, ach komm. Wir gucken mal. So, wir haben den Nachtangriff. Das ist sehr schön, weil wir jetzt nachts ordentlich kämpfen können. Das war leider nicht immer so. Zusätzliche Organisation ist gut, dauert jetzt aber sehr, sehr lange. Wir können die Bohrgeschwindigkeit nochmal ein bisschen erhöhen, was sicherlich in unserem Interesse ist. Wir haben nochmal Rekrutenreserven verloren ohne Ende. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Läuft eigentlich. So, wir lehnen uns noch ein bisschen zurück und gucken mal, wie die da aufeinander losgehen. Ach, wir haben freie Militärfabriken. Wir haben eine freie Militärfabrik. Haben wir schon die neuen Bomber? Ne, haben wir noch nicht. Haben wir schon die neuen Jäger? Ne, haben wir auch noch nicht.
Wir haben ausreichend Ausrüstung. Wir haben eigentlich momentan von allem genug. Ja, ach komm, ein paar Jäger können wir bestimmt noch gebrauchen. Und warum nicht auch noch ein bisschen Ausrüstung? Ah ne, lass die Ausrüstung mal noch weg. Wir müssen auch irgendwann noch modifizierte Flieger für unsere Flugzeugträger in Auftrag geben. Das ist momentan noch nicht so praktikabel. Wir haben 82% Zustimmung. Das ist auch brauchbar. Was haben unsere Verbündeten denn so für Angriffspläne? Das sieht chaotisch aus. Ich hätte eigentlich lieber, dass Rumänien hier schon mal so ein paar Angriffspläne zurechtlegt. Jugoslawien hat hier eine Verteidigungsstellung errichtet. Ja, gut, Rumänien halt eben auch, aber. Wir könnten. Was soll das heißen? Wir haben in Siam Widerstand. Siam gehört doch gar nicht zu uns. Die sind doch Teil der Achse. Japanische Marionette. Naja gut, aber wenn die da Trouble haben, dann von mir aus. Kann ich dir die schicken? Und hier kriegst mal ein bisschen Artillerie. Ah ja, Panzer ist doch auch gut. Aber zwei Forschungspunkte für Panzertechnologie. Ne, das machen wir mal noch nicht. So, du kriegst nochmal Zeug, Ausrüstung. Wie viele Regimenter hast du denn jetzt mittlerweile? 80, das ist doch gut. Dafür, dass es wahrscheinlich die Nation mit dem zweithöchsten Manpower-Wert ist, ist es doch mal ordentlich. Ah ja, du wolltest trainieren, ganz, ganz viel, ne? Spring, spring, spring. Spring. Portugal. Du läufst bei mir rum. Warum? Oh Gott. Spanien hat einfach so viele Regimenter. Aber man sollte nicht vergessen, das sind kleine Regimenter, die die haben. Die haben zwar viele, aber kleine. Das sind jetzt nicht unbedingt so gute Regimenter, ne? Ah, na also. Immerhin, Quer. Ein bisschen trainiert haben sie. Ich habe dir damals gar keine Logistikkompanie mitgegeben. Das machen wir. Durchschlagskraft sinkt halt dadurch, ne? Ja, lass mal weg. Die Panzer haben einen, das ist schon wichtiger. Ja, die scheinen sich hier so ein bisschen festzubeißen, ne? Hey, da ist mein Verbündeter im Kampf. Warum sehe ich das nicht? Oh, Leningrad? Ne, Lemberg. Okay, ich dachte schon, wow. Das wär ein bisschen weiter südlich gerutscht, ne? Minsk. Leningrad. Nicht weit von der finnischen Grenze entfernt, wir wussten. Ein besserer Marinebomber wäre sicherlich noch cool. Wir könnten auch mal einen besseren leichten Panzer nehmen. Ach, es gibt schon so viel und es wird immer mehr und wir können hier alles bauen, kaufen, kaufen, meine ich. Aber am besten ist immer noch ja, was anderes. Das ist unser Verteidigungsprojekt. Ich würde sagen, wir gehen noch mal dazu über, ein paar Militärfabriken zu bauen. Oh. Noch beschädigte Fabriken. Aber warte mal, nördliches Malai.
Das ist krass, ne? Ich repariere quasi seine Fabriken. Wenn das mal nicht ein geiler Bug ist, dann verstehe ich es aber auch nicht mehr. Das ist jetzt so meine Variante der Kriegsreparation oder was? Es ist so unglaublich, das ist so unglaublich dumm. Indien hat nur Verteidigungspläne entwickelt bisher. Oh, guck mal da, Ungarn stößt vor. Wäre doch eine Schande, wenn Rumänien dir in den Rücken fallen würde, Ungarn, oder? Unsere Anführer gehen davon aus, dass wir künftige Duelle gewinnen werden. Warum stehst du hier? Solltest doch hier runter. Nun gut, wir haben keine ungruppierten Regimenter. Wir haben die Pack. Die sollten wir noch auf jeden Fall verbessern. Weil die normale gezogene Pack halt nicht so geil ist. Wir können auch endlich mal einen mittleren Panzer erforschen. Ich glaube, obwohl wir brauchen das fast gar nicht mehr, ne? Wir produzieren so unglaublich viel. Wir könnten mal hier was in die Atomforschung stecken. Vielleicht klingt jetzt vielleicht brutal, aber das wäre gegen die Sowjetunion gar nicht mal so dumm. Wenn man da so ein paar Atombömmchen hätte, wäre das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Jetzt weiß ich, wo die Rekrutenreserven alle hin sind. Bin schon in die zweite Produktionsreihe gegangen, ne? Was interessant ist, auf jeden Fall. Gut, aber wir lassen die erstmal ankommen. Zwei davon werden wir noch auflösen. Weil mehr als 24 Regimenter wäre jetzt auch nicht so cool. So, jetzt können wir auch hier endlich mal diese Verteidigungslinie wegmachen. Und dann lass uns doch mal sagen, von Kopenhagen machen wir eine Invasion. Im Idealfall halt direkt vor die Haustür Berlins, ne? Damit die sich mal nicht so sicher fühlen, die Deutschen, ne? Fühl dich mal nicht so sicher. Fühl dich mal nicht so sicher. Da fuck. Ah ja. Ja, da war doch gerade noch was, ne? Neues Regiment, du gehst direkt mal hier hin. Genau, machst du mal grün. Dann kriegst du hier so eine Verteidigungslinie. Und du kriegst natürlich noch unseren speziellen Spezialgeneral. Den guten alten Pietro. Ich überlege gerade noch so ein bisschen, ob wir hier ansonsten Verstärkungen brauchen, wenn wir der Achse den Krieg erklären werden.
Das Ding ist wahrscheinlich, dass diese Sowjetunion das Ding hier oben alleine erledigen wird. Wir müssen halt gucken, dass die Deutschen sich weit genug vorgefressen haben, dass wir auf jeden Fall Berlin bekommen, weil das einfach ultimativ viele Siegpunkte zählt. Und im Idealfall stehen die deutschen Truppen alle vor Moskau, wenn wir ihnen dann hier in den Rücken fallen. Das ist so meine Vorstellung zumindest. Hier kommen wir gar nicht drauf, ne? Da brauchen wir Pact of Steel, den haben wir nicht gemacht. Die U-Boote können wir noch machen. Haben wir da eigentlich nicht irgendwie mittlerweile, da muss ich nochmal gerade in die Forschung gucken. Oh, wir haben schon über eine halbe Stunde rum. Na, ja, gehen wir gerade hier drauf. Bessere U-Boote haben wir noch nicht erforscht. Na gut, das können wir aber demnächst machen, weil wir die, ja okay, nach dem Fokus können wir das auf jeden Fall machen. So, und ihr seid schon fleißig am Trainieren, das ist gut. Ihr seht hier, da ist nichts mehr zu wollen. Wenn ich das richtig sehe, werden wir die einfach so überrennen. Ich gebe mal noch nichts auf die Wartungskompanie. Wir nehmen wir noch einen Bomber, einen besseren. Gegen die Deutschen schadet das nicht, ein bisschen was auf der Pfanne zu haben, was das angeht, ne? Mittlerer Panzer. Ha, die Forschung ist halt schon recht lange, ne? Nochmal minus 10% Nachschubbedarf ist schon geil für die Logistik. Fernmeldung ist auch gut. Ja, wir werten die, ne, wir werten die Fernmelder nochmal auf. Nicht die Fernmelder, Entschuldigung, die Logistikkompanie nochmal auf. Gut, gegen Deutschland wird das nicht so zum Problem werden, aber gegen die Sowjetunion und gegen Japan, also weil wir einen großen Teil der Gefechte auf jeden Fall in China bestreiten werden müssen, das ist bestimmt nicht so einfach. Was macht unsere Produktion? Jetzt zeig mir nochmal. Tatsache. Weg mit dir. Das ist so frech. Das ist so frech, dass ich Siam hier die Fabriken repariere und dann werden die auch nochmal beschädigt. Das ist echt übel. (lacht) 38 Minuten der Part heute. Ich habe auch kein Problem, wenn der jetzt ein bisschen länger wird. Weil wir ja einfach auf relativ, also wir warten ja erstmal relativ viel ab, ne? Ich muss so ein Kriegsziel gegen dich rechtfertigen, ne? Wir warten noch, bis er vor Moskau steht, dann werden wir uns das mal angucken. Ich gehe mit der Geschwindigkeit einen kleinen Ticken runter. Ich möchte nämlich gerne noch, so viel Flieger in der Reserve. Ich möchte nämlich gerne noch ein bisschen was zur Geschichte des italienischen Faschismus erzählen, beziehungsweise vorlesen. Da will ich nicht ganz, ganz viel übersehen, aber da möchte ich gerne noch so ein bisschen ein Auge drauf haben, was hier so passiert. Also hier so kurz wie der Frontverlauf hier so ist, das will ich noch ganz kurz beobachten. Ich habe ja schon mal gesagt, die Frage, ob es jetzt einen italienischen Faschismus als Ideologie gab, dass die relativ umstritten ist. Die aktuelle Meinung in der Forschung ist so,
Wenn man den italienischen Faschismus als Ideologie bezeichnet, ist es in etwa so, das ist jetzt so meine Formulierung dazu, aber ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, als würde man keine Briefmarken sammeln, ein Hobby nennen. Das mutet natürlich etwas, naja, wir brauchen jetzt Pack, ne? Weil gegen die Deutschen müssen wir auf jeden Fall was gegen Panzer machen können. Ruhig drei Stücker. Schauen wir mal gerade, wo wir noch so ein paar Fabriken bauen können. So, jetzt muss ich mal unten gucken, weil Siam, ich mache definitiv hier nichts mehr für dich, Krumm. Wir haben keine Vorlagen. Was? Gezogene Pack? Ach so, ja, die wird momentan nicht verwendet, ne? Das stimmt. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir im nächsten Teil. Das machen wir jetzt noch nicht. Das ist noch nicht so eilig. Also, wie gesagt, Achtung, das ist meine eigene Formulierung, ne? Das ist jetzt nicht so ein wissenschaftlicher Terminus oder so. Und das ist auch ein bisschen zu vereinfacht dargestellt. Aber ich glaube, das trifft ein paar Aspekte ganz gut. Ich sage auch gleich nochmal welche. Ich lese dazu ganz kurz einen Passus vor aus dem Buch von Wolfgang Schieder, Der italienische Faschismus, Seite 58, folgende. Das Kapitel ist überschrieben mit nachgelagerte Ideologie. Und er sagt, es ist in der Forschung bis heute umstritten, ob der Faschismus Regimebildung, ob der faschistischen Regimebildung eine explizite politische Ideologie zugrunde lag. Wahrscheinlich ist diese Frage jedoch überhaupt falsch gestellt. Alle Versuche, eine wie auch immer geartete Ideologie des Faschismus systematisch herauszuarbeiten, sind jedenfalls wenig überzeugend ausgefallen. Selbstverständlich hatte der Faschismus in Italien eine ideologische Dimension, wie andere Diktaturen des 20. Jahrhunderts eben auch. Jedoch muss man sich zum einen fragen, wie konsistent dieser war, ne? Also inwiefern diese Dimension einen einheitsstiftenden Charakter eben auch hatte, ob also statt von einem geschlossenen System nicht eher von einem heterogenen, will heißen verschiedenartigen, ideologischen Komplex gesprochen werden muss. Zum anderen ist fraglich, in welchem Umfang das Handeln der Faschisten tatsächlich ideologisch gesteuert war. Ob es sich bei dem Konglomerat, also dieser zusammengeschmolzenen Masse politischer Ideen des Faschismus, nicht eher um nachgelagerte Begründungen für eine jeweils vorausgehende Praxis handelte. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ein einheitsstiftendes Merkmal der Faschisten eben die Aktion war, ne? Also der gewalthafte Umgang mit politischen Gegnern, und ob man sich nicht nachher vielleicht eine ideologische Praxis angeeignet hat, um nachher das gewaltsame Vorgehen gegen diese Gegner zu rechtfertigen. Das ist eine interessante Sache, wie ich finde. Für eine solche, und jetzt kommt ein Zitat, praxeologische Definition, wie sie Sven Reichert vorgeschlagen hat, spricht besonders das politische Selbstverständnis, das Mussolini als Begründer des Faschismus ursprünglich von sich hatte. In einer frühen Rede verkündete er am 9.10.1919 unumwunden, wir Faschisten haben keine vorgefasste Doktrin, unsere Doktrin ist die Tat. Darin spricht ja, so jetzt mein Kommentar an der Stelle, zumindest einmal, oder daraus spricht er erstmal zumindest, dass dem Faschismus eben die Aktion eben zugrunde lag. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz ein Päuschen hier eine Stelle machen, denn ich will mal schnell gucken. Naja, du hast bald die nötige Ausbildungsstufe erreicht, ne? Okay, war ganz gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Na, also das ist ja etwas, das den Faschisten eben gemein war, ne? Und deswegen spielt Mussolini hier auch ebenso auf die Tat, auf die Aktion an, mit der sich die Faschisten versuchten, eben als etwas Besonderes hervorzutun. Mit dieser aktionistischen Selbsteinschätzung wollte er sich sicherlich in erster Linie von dem sozialistischen Parteidenken absetzen, dem er selbst entstammte. Dahinter steckte jedoch auch die aus dem Krieg kommende sehr männliche Generationserfahrung, sich über eine vor allem durch Gewalt bestimmte Praxis selbst verwirklichen zu können. Eine Erfahrung, die vielen Leuten heute ja auch zum Glück fehlt.
Also eben Gewalt, militärische Gewalt, physische Gewalt, die man auf dem Schlachtfeld einsetzt, um sich selbst auch als Mann zu definieren, um sich selbst zu verwirklichen, seine eigene Identität zu finden. Wir müssen uns aber heute einfach auch vorstellen, dass diese Gewalterfahrungen in der damaligen Zeit ja wesentlich häufiger waren als heute. Da würde man heute jetzt ja nicht mehr so unbedingt dran denken. Also das kann man ja auch anhand diverser Jugendstudien und Ähnlichem eben feststellen, ne, was so identitätsstiftende Merkmale sind. Und da ist jetzt Gewalt glücklicherweise in unserer heutigen Welt nicht mehr ganz so präsent wie früher oder nicht mehr ganz so bedeutend wie früher. Wir sehen übrigens hier, dass die Mongolei schon Teile von Japan erobert hat, das Deutsche Reich aber wiederum auch hier oben Teile von der Sowjetunion. Interessant, wir müssen mal gucken, wie das hier so weiterläuft. Genau, ja, inhaltliche Festlegung vermied Mussolini daher bewusst. Auf einer Parteiversammlung in Cremona erklärte er am 5.9.1920 bezeichnenderweise, dass er, jetzt kommt wieder ein Zitat, reaktionär und revolutionär, je nach den Umständen sei. Was ja sehr bezeichnend ist für den Mussolini, der sich hier stets immer versuchte, alle Optionen offen zu halten. Und in seiner Aufbruchsrede für den Marsch auf Rom in Udine reduzierte er am 20.09.1922 sein politisches, in Anführungszeichen, Programm auf die folgenden Sätze. Jetzt kommt wieder ein Zitat. Unser Programm ist einfach. Wir wollen Italien regieren. Man fragt uns nach Programmen, aber Programme gibt es schon zu viele. Es sind nicht die Rettungsprogramme, die Italien fehlen. Es sind die Männer und der Wille. Darin kommt doch auch wieder so dieses Selbstverständnis der Praxis, der faschistischen Praxis eben zum Ausdruck, ne? Also das muss man sich schon ein bisschen klar machen. Das ist natürlich ein rhetorisch geschickt gewähltes Mittel, ja. Also ich meine, ne, es gibt schon so viele Programme. Wenn wir nur wirklich machen, dann wird das schon irgendwie klappen. Das ist im Endeffekt ja schon so ein bisschen populistisch. Ich will das jetzt gar nicht auch so negativ konnotieren, aber Politik verläuft in der Regel halt doch einfach anders. Politik ist in der Regel keine Politik des Willens, ne? Also das ist schon ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Wir werden übrigens noch gerade hier eine andere Farbe für die Panzer wählen, weil mir das gerade so ein bisschen zuwider hier ist mit diesen zwei grünen Bataillonen, die da nebeneinander stehen. Wir schauen hier noch gerade ein bisschen auf die Karte. Ich wollte nur gerade auch kurz pausieren, weil unsere Fallschirmspringer fertig trainiert haben. Also Politik funktioniert einfach nicht so. Politik funktioniert eben durch Deliberation, durch Verhandlung, durch Gespräch, durch Kompromiss, aber auch vielleicht mal durch einseitige Entscheidungen. Das ist durchaus, das ist ja durchaus richtig. Aber der Wille alleine macht einfach keine Politik. Aber gut, so ist eben das Verständnis der Faschisten in Italien gewesen. Ja? Also das war auch eine andere Zeit. Mag ja sein, ne? Und die Leute hatten eine andere kulturelle Vorprägung, eine andere kulturelle Erfahrung. Wir müssen auch irgendwann nochmal über Mussolini reden, aus welchem Umfeld er ja so kam und so. Ich habe ja schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Französischlehrer eigentlich. Ohne hier die Französischlehrer dissen zu wollen, ne? Aber naja, okay. Es geht weiter. Mussolinis voluntaristische Grundeinstellung ließ es allenfalls zu, politische Feindbilder zu konstruieren. Also weil er sich eben kein festes Programm gegeben hat, oder dem Faschismus kein Programm gegeben hat, konnte er eigentlich nur so Feindbilder konstruieren. Ein Antisozialismus und ein Antikapitalismus waren in der Bewegungsphase für den Faschismus ebenso charakteristisch wie ein Antiliberalismus und ein Antikonservativismus. Ich habe das ja auch schon mal in einem vorangegangenen Teil gesagt. Die waren gegen den Monarchen, die waren für Frauenwahlrecht, die waren für Verteilung von Kapital, aber auf der anderen Seite auch gegen eine, ja, wie auch immer, geartete Gleichmacherei, die sie ihren politischen Gegnern häufig unterstellt haben. Na, also, das ist ein total inkohärentes Programm. Das ist total merkwürdig. Und daraus folgerte dann Ernst Nold, das kam einer Allfeindschaft, das ist der Begriff, den Ernst Nold hier geprägt hat, ne, in Anführungszeichen Allfeindschaft gleich, die es nahezu ausschloss, ein inhaltlich geschlossenes ideologisches Programm zu entwickeln. Also diese Auslegung
stand dem eigentlich im Wege? Das ist sehr interessant. Wir sehen im nächsten Teil mehr davon. Dann werden wir wahrscheinlich sogar einen Krieg gegen das Deutsche Reich eröffnen. Oder vielleicht noch nicht ganz. Also wir gucken mal. Momentan scheint sie ja ein bisschen wieder auf dem Rückzug zu sein. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass hier so viele, Freiwilligentruppen ausgesendet werden. Vielleicht müssen wir, wenn unsere Verbündeten die Sowjetunion halt so kacke finden, dann müssen wir da vielleicht auch was gegen tun. Ja, wir gucken mal. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das mit Japan noch wird. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, ciao.